Küchenpapier, ganz ganz viel. Habe ich mir mitgenommen bei DM. Packschön, ihr Lieben. Soll ich einen Zopf oder offen? Warum habe ich denn so große Glatze? Warum habe ich denn so große Glatze? Warum sind wir denn generell so? Ah! Ich habe mich gepupst. Okay. Ja. Guck. DM-Woll. Mutter, Tochter. Denk mit, Vollwaschmittel. Brauchen wir unbedingt. Was? Denk mal mit. Denk mal mit, ja. Mal mehr und mal weniger. Mhm. Ne, Mausi? Mhm. Und dann wird es ja eh mit Weichspüler. Wollen wir Abwechslung machen? Belly. Tiger. Knusper. Knusper, Reisbällchen, Spinat. Mach mal auf, bitte. Wollen wir eins kosten? Astronautenwaage. Man stand in der Babyabteilung. Ja, das ist wahrscheinlich auch nur für Babys, weil die nicht schmecken können. Boah, Alter, was ist das denn? Spirulina hört sich teuer an. Also, wenn man Spinat mag, dann schmecken die. Na gut, lass es schon schnell aufbauen. Oh, da haben wir noch Mini-Stangen Billy Tiger mit Hirsen. Mit Hirse, Karotten und Kürbis. Schmeckt wirklich wie Alge. Ja, so Alge. Oh. Hast du es schon reingehalten? Nein. Jetzt. Für Schwarzes? Brauchten wir auch für unbedingt? Für Schwarzes was? Mensch. Für schwarzes Haar. Wäsche natürlich. Hast du mein Gesicht eigentlich so hell aus dem Vergleich zu allem anderen? Wegen der Ringleuchte. Dann haben wir hier nochmal Denk mit. Hm. Was hast du denn? Color and Care? War ich nicht dran? Ach so. Dinkelnudel, meine Lieblingsnudelsorte. Na schön, Öko. Hat nichts mit Öko zu tun, die selbst nicht. War ja auch nur Spaß. Die habe ich an Weihnachten auch gegessen. Es war also nur Spaß. Schon, ja. Vollkorn schmeckt auch lecker. Ich mag zum Beispiel auch lieber Vollkorn Schwarzbrot als schön. Weizen. Mag ich auch nicht so. Weizen. Ja. Das Gegenstück zu Perwoll, glaube ich. Aber damit fahren wir super gut. Haben wir Korall überhaupt gekauft? Nee, ist die Aufmachung davon. Dachtest du auch, wer Korall? Du? Ja, manchmal schon. Nivea Man. Ja. Fragt mein Bruder oder Justin. Ich teile das irgendwie auf. Die hatten ja beide. Ach nee, Justin hat kommt erst Sonntag. Noch. Und Benny, also mein Bruder, hatte schon. Dann hier nochmal. In der Hoffnung, dass es lange, lange reicht. Wir waschen ja wirklich sehr, sehr viel. So. Ach, Vollwaschmittel. Voll interessant heute. Warum sieht die Linie denn so krass aus? Giselle, ey, sag mal nein. Ist doch nur die ganze Zeit scheiß Vollwaschmittel. Das interessiert doch. Ich habe drei mitgenommen und die müssten 2 Wochen halten. Wir haben eigentlich mehr dunklere Wäsche, bunte. Tapete. Ja, alle Farben durch, glaube ich. Das war ja auch wiederholt, ey. So, hier haben wir ein Balear Man Haarspray-Dings und das kann nicht für dich sein, weil du nimmst immer das von Gattuchen. Tatsächlich wollte ich eins Benny geben und eins mal selber ausprobieren, aber mir ist eingefallen, ich glaube, ach nee, es gab mal von Balear für Frauen ein sehr starkes, da ist aber die Düse immer verklebt. Und jetzt gucken wir mal, weil das ist die Hälfte günstiger und wenn es genauso gut ist, Haarspray, Extreme Power. Ja, okay, beim Got2B, mein Lieblingshaarspray, steht Haarkleber drauf, aber ich probiere es einfach mal. Ja, deswegen habe ich davon 2 gekauft. Ja. Ja, das kriegt Benny. Das ist, wo soll ich denn anfangen zu lesen? Hier. Unplugged Pine Body Spray. So eine parfümierte Note. Mit ist auch ein bisschen schmaler. Hanf Seed Oil. Was ist ein Seed Oil? Nochmal. Seed? Ich kenne nur Oil. Ja. Samen? Hanfsamen. Ja. Mensch. Ja, daran merkt man, dass wir keine Kiffer sind. Ich glaube, das wissen auch Kiffer nicht. Ich werde nicht drücken. Shampoo. Oh, das riecht aber sehr schön, sehr frisch. Riech mal. Nee. Ich will es auch nicht drücken, weil es für Benny ist. Das macht man nicht. Ich habe das schon drücken. Wo denn? Naja, rangehalten an meinen
Aber nicht Hoffnung. Nein, nein. Achso, okay. So, mein Shampoo. Ich habe mal heute das mit reinigt schnellfettendes Haar plus. Dann John Player Special Sport Hair Body Shampoo. Ist auch für Benny. Schön, Benny. Dann geht er öfter baden. Mausi, nein. Du musst es ein bisschen länger reinhalten, sonst kann man das nicht so durchlesen. Oh, Alter. Ja. Wann kommen denn meine krassen Sachen? Hier kann ich mal riechen, ne? Aber ich auch zuerst. Was machst du? Rupp mir das da nicht so aus der Hand. Das riecht nach Benny. Und nach Papa. Für dich. Ich finde, das ist so ein Geruch. Ich kenne nur die beiden. Ich kenne nur die beiden. Ich kenne nur zwei Männer. Sag mal Nivea Man. War auch für Benny. Für Benny. Mausi. Was? Das war nicht so richtig drin. Zeig das andere. Sind so neue Limited Edition. Version einmal Extreme Surfing? Doch, meine Mausi. Will ich aber nicht. Sei so, wie du bist. Ja. Ich wollte es nur von den Produkten rein. Na? Ey, ich habe mir so kranke Sachen gekauft. Warte mal. Gib mal bitte. Hier. Ey, krass. Ich hatte so wenig Geld, aber konnte mir so kranke Sachen was holen. Was hast du geholt? Zwei Müllermilch, drei Crazy Boys und dann war zwei Chio-Chips-Packung. Ich dachte, er durfte die Pfanddosen wegbringen. Und hat dann einen schönen Tag mit seinen Freunden gemacht. Ey, das war so lustig, ne? Ja. Am Ende kamen noch zwei Mädchen. Wie viel hast du getrunken? Eine. Soll doch dabei bleiben, weil wir... Ja, ich weiß, ich will auch nicht viel Energy trinken. Deswegen habe ich die anderen auch Yassin und Tomaten. Und wie viel hast du bekommen für Pfanddosen? 6,20 €. Und ich glaube, ich habe nur noch 20 Cent. Einmal Toilettenpapier. Ja, guck mal, wir haben jetzt den Glücksstock, ich muss mal. Okay, das ist super. Möge er dir Glück bringen. Und dann hatten wir hier noch Extreme Alpine zum Gegenstück von Extreme Surfing. Ja, das wäre die Version. Ja, sowas kann man immer gebrauchen. Sind auch schöne Düfte. Hast du auch leckere Schokolade geholt? Hey, das ist gesunde Schokolade. Ja, schön, mein Bruder müsste Schokolade wissen. Schokolade kann nicht gesund sein. Mein Bruder müsste wissen, der isst keine Vollmilchschokolade. Also kriegt nur weiß. Nicht. Die wollte ich kosten übrigens. Schmeckt ganz normal. Echt? Glaub schon. Hast du die schon gehabt? Nein. Also sie schmeckt noch einmal. 1,15 €. Danke. Ey. Also weiße Schokolade zweimal. Mado. Die war teurer, die weiße Schokolade. Ja, die sind... Einmal mit Crisp und einmal normal, ne? Ja, und das ist weiße Schokolade mit einem Hauch Zitrone von Cher. Das habe ich gar nicht gesehen. Mit einem Hauch Zitrone? Ja, das hast du eingepackt. Oh, das weiß ich ja gar nicht, ob das seins ist. Gib mir einfach, ist hier auch. Geh lauter her, hier deine Schokolade. Beide sind mit Crisp. Ja, naja, ich dachte, die wäre jetzt ohne Crisp, aber hab natürlich nicht die Zitrone. Ah. Aber vielleicht schmeckt sie ja. Warte, und dann hätten wir noch einmal Haarspray, aber so extrem, dass halt du mal rein kannst. Danke. Du nicht, oder was? Nee. Ja, also einmal für Benny, einmal für mich. Ja. Und den. Kriegt auch Benny zu so einem Präsentgeschenk zusammen, das Rasiergel für normale bis trockene Haut. War auch so ein Aufsteller. Gesundheit. Hoppala. Ach, meine Sachen schön. Und deine. Ja, ich habe mir einmal Kosmetik gegönnt. Tolle Sachen. Warte kurz, Mausi. Und zwar von Trended Up. Wer mich sieht, der weiß, ich bin Long-Lasting-Trägerin. Ich mag es nicht, wenn die Lippenstifte irgendwo abfärben, am Glas oder beim Knutschen oder sonst wo. Wen knutsche ich jetzt eigentlich? Mich nicht. Richtig Pudding. Oh, passt auch zufällig. Zu deinem T-Shirt. Ja, jetzt kannst du machen. Gatobi hat bei uns jetzt die Marke rausgebracht. Oh. Na, hoppala. Und ich habe mir ein Fixing Spray mitgenommen, weil ich eh eins gebraucht habe. Ist halt leer gegangen. Und es riecht halt 1:1 nach Haarspray. Riech mal. Ja, klar. Multitasking ist ja lieb gemeint, aber. Das war gerade eine Alkoholnote. Es ist aber für Make-up. Nicht, dass ich mir Haarspray reinsprühe. Was ist das? Fixing Spray. Never ever haust du dir das ins Gesicht. Bist du doof? Das riecht wie Nagellackentferner. Das riecht nach Haarspray. Aber egal, ich gucke einfach mal, ob es klappt. Alkoholdenat. Was ist das denn? Was haben die sich denn dabei gedacht? Oh, das ist aber ein schöner Farbton. Nö, wusste ich mir nicht. Mir geht mein eigener Sack schon. Ja, dein eigener Sack. Weil ich gehe auch nicht in DM rein und sprühe erstmal alle damit voll. Ja, ist ja gut. Ich wusste es ja nicht. Hätte ja sein können, dass da ein Tester steht. Die 040 ist das.
Und ich halte nicht kaufen, was heißt nicht. Das ist überhaupt nicht hässlich. Hält bis zu 12 Stunden. So. Keine 24, aber 12. Jetzt bin ich dran. Machen Sie mal. Wir haben keine Wattestäbchen mehr, also jeder kämpft um sich. Guck doch nach, wo sind Wattestäbchen im Badezimmer? In meinem Büro. Na schön, jeder kämpft trotzdem für sich, habe ich mir erstmal Wattestäbchen geholt. 35 Cent. Dann mein Abschmink-Oil war auch leer bei mir. Mein Lieblingsdings. Und keine Ahnung. Ach, was man da angerollt? Eine Double Trouble. Mhm. Double Trouble Mascara. War auch zwingend nötig mit deinen 580 Wimpern, oder? Wann trage ich denn noch Fake-Wimpern? Wozu sammelst du die dann mit zum Museum aufmachen? Hast du mich gerade verarscht? Wann habe ich das letzte Mal Wimpern gekauft? Die kamen ja nicht an, meine. Sind ja noch nicht da. Was soll ich denn da tragen? Aber du sammelst doch Wimpern. Ja, letztes Mal habe ich mir welche vom Sommer gekauft. Nein, danke. Mir fehlt Zucker. Geh weg. Oh, die schmeckt voll lecker. Die schmilzt richtig. Oh Mensch, ich am liebsten jetzt auch. Ja, aber du hast mega viele Wimpern. Ja, habe ich auch, weil ich die über Jahre schon sammel. Nicht erst seit gestern. Und ich trage sie halt erstmal nicht wegen dem Traggefühl gerade. Hm. Na dann, sag es doch gleich. Na? Mach du. Von Essence. Trouble Double. Was meinst du? Steckt dahinter? Zweimal Wimpernbürstchen. Eins da, eins da. Das sind zwei verschiedene. Ach Quatsch. Einmal hier, einmal hier. Ach. Ich glaube, das ist voll verfehlen, so oder nicht? Das, also hier habt ihr tatsächlich eine Silikonseite hier oben, die ganz, ganz dünne. Und da ist so zum Volumen. Ich habe eine Sushi-Dreieck gebissen. Mhm. Das war lecker. Aber die Aufmachung sieht schön aus. Also das ist zwar Schwachsinn, soll ja bewirken, aber sieht mal fresh aus so. Ja, hey, das war's. Make-up gut? Mhm. Was hast du drauf? Das. Concealer. Da drunter. Concealer. Hm. Okay, mache ich ja auch oft. Aber schon ab wegen meiner Maske ein bisschen. Also es wird wahrscheinlich noch ein Heul nächste Woche kommen. Weil wir jetzt wirklich nur so die Basic-Sachen gekauft haben, die wichtig waren. Sonst, ja, habt ihr ja gesehen, also so viel Schrott war jetzt hier nicht bei. Da halte ich bei Weitem bei anderen Einkäufen mehr rein. Vielleicht gehe ich auch mal zu Rossmann, weil DM war ich ja jetzt. Warum wackelt es mit dem Kopf? Da gibt es eigentlich gute Sachen. Doch, runtergesetzte Reinigungsmittel, Toilettenpapier ist da günstiger. Hier dachte ich auch so, ich setze mich langsam auf den Arsch. Hast du nicht gemerkt, die Inflation wird immer höher? Naja, schon, deswegen muss man ja auch gucken, wo man bleibt. Das macht ja keinen Sinn, rumzuasen, auch wenn man sich Toilettenpapier für 8 Euro leisten könnte, muss man es ja nicht machen. Und bei Rossmann sind oft Angebote, dekorative Sachen ist jetzt da nicht so meins, es sei denn, die haben da so mega Prozente, ne? Mhm. Dann lohnt sich das für die Maybelline Longlast Lippenstifte und so. Also. Ja, und mir steckt Schokolade im Hals. Und Haushaltsrolle. Und Haushaltsrolle durfte ich ja weglassen. Oh. Weil wir die bei Action gekauft haben. Der Heul müsste aber, glaube ich, schon oben sein. So, danke fürs Zugucken. Hoffe, war spannend. Nee. Nee? Kauft euch einfach mal eine Schokolade. War mal ganz neu hier drin im Programm. Oh. Bis bald. Tschüss. Morgen ist Bürgeramt. Ja. Dann gehen wir zum Bürgeramt. Ja? Tschüssi, wir machen Bürger. Nein. Doch. Wir sind Bürger. Wir sind Bürger. Und essen welche.